Also, ich kann nur eins sagen. Das heißt nicht jetzt, die einen sind jetzt vorne drauf gegangen, dann machen wir es nicht. Ja, das heißt es nicht. Wir werden schon auch mutig agieren. Wir wollen auch mutig agieren. Es wird viel mehr darauf ankommen, wenn man mutig agiert, muss man trotz alledem immer unheimlich kompakt sein und vor allem dann auch bei Ballverlust schnell wieder zusammenkommen. Das wird wichtig sein. Und das, da denke ich, hatte Galatasaray gestern noch große Probleme. Einfach in den Momenten des Ballverlustes, dass sie dann nicht schnell wieder in die Grundordnung gekommen sind. Aber das passiert nicht nur Galatasaray, das passiert auch andere Mannschaften. Wobei es halt einfach so in der Champions League so ist, dass ja, diese Heimsiege unheimlich wichtig sind, dass eigentlich große Mannschaften gegeneinander treffen und da einfach es auch öfters mal einen offenen Schlagabtausch gibt. Und dann passieren auch solche Ergebnisse. Also Galatasaray kann sich das nicht leisten, vor eigenem Publikum sich hinten reinzustellen. Ja, als eine große Mannschaft der Türkei, um euch das zu sagen. Aber es das heißt nicht, dass wir uns jetzt hinten reinstellen, obwohl wir ein Auswärtsspiel haben. Ich kann jetzt nicht noch an Bayern denken. Ich denke jetzt nicht noch, was war da, was war da, was war da noch. Oh, was ist jetzt, wenn es so weitergeht? Ich muss ganz ehrlich sagen, dann wäre ich, ja, wie soll ich sagen, dann wäre ich vielleicht ja, einfach zu negativ. Ja? Es geht einfach weiter. Man muss jetzt wir müssen den nächsten Schritt machen. Der nächste Schritt heißt jetzt, wir müssen uns diesem nächsten Spiel stellen, ja, auch stellen, auch wenn vielleicht in den letzten Spielen jetzt einfach so ein bisschen eine Unruhe da ist. Wenn man sich jetzt mal ganz nüchtern die Tabelle anschaut, ja, und sagt, bapp, 10 Punkte, dann gibt es genügend Mannschaften, die haben weniger und die haben größere Probleme, die mit Sicherheit mit größeren Ambitionen in diese Liga gestartet sind. Dazu gehört auch der BVB. Das ist schon mal Fakt. Klar, was uns nicht gefällt, ist einfach, dass halt die letzten Wochen, dass wir kein Tor geschossen haben, ja, dass wir jetzt auch mit der ersten Heimniederlage so ein bisschen einen negativen Trend drin haben. Ja, das gefällt uns nicht. Alles andere, die 10 Punkte nimmt uns keiner mehr. Es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Trend drehen. Und das haben wir, die Chance haben wir einfach jetzt mit dem nächsten Spiel. Und das ist eigentlich das, woran ich jetzt im Moment glaube. Und das ist auch das, was wir als oder was ich als Trainer mit der Mannschaft zusammen, das ist das, was wir beeinflussen können. Und das werden wir versuchen, so gut wie möglich zu beeinflussen, um dann ja, diesen Trend zu stoppen.